Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Abstimmungsspecial Pro und Contra. Heute Pro und Contra Verteuerung der Autobahnvignette. Auf der einen Seite haben wir den Bastian Giraud von den Grünen. Ja, guten Abend. Und auf der anderen Seite einen leidenschaftlichen Automobilist, der Harry Hasler. Saletti! Also, dass der andere dort einen Grünen ist, sehe ich schon von Weitem. Vor allem hinter den Ohren. Ja, grösser als dem sein Maul ist nur noch sein ökologischer Fußabdruck. Wir sind bereits in medias res. Zuerst zu der Pro-Seite, Herr Giraud. Was spricht denn dafür, den Preis dieser Autobahnvignette auf 100 Franken aufzusetzen? Gar nichts. Ah, Bartol, das seid ihr Contra und er ist Pro, Herr Hasler. Ihr seid ja dafür, dass man... Ja, sicher nicht. Das ist doch verdammte Hurenabzockerei. Glaubt denn die zu Bern oben? Aus dem Auspuff von meinem Stingrei kommen hunderter Nötchen, oder was? Hä? Aber das Geld würde doch in Strassenbau reinfliessen. Glaubst ja selber nicht. Wenn das so wäre, hätten wir am Gotthard oben mindestens schon 6 Röhren. Gut, aber... Wir weißt, doch, was ich meine? Auf jeden Fall. Wir könnten doch Umfahrungsstrassen bauen für lärmplagte Dörfer. Nein, aus grüner Sicht macht nur etwas Sinn. Und zwar, dass der Automobilist die Schweiz als Gesamtes muss umfahren. Herr Hasler, es gäbe ja sicher mehr Autobahnen. Wenn du so fährst wie ich, ist jede Strasse eine Autobahn. Steckst du es? Nur keine Strasse ist eine gute Strasse. Und mein Fass braucht überhaupt keine Strasse. Keine Strasse, oh. Keiner Verkehr, keiner Vignette. Aber Herr Giraud, wenn doch das Autofahren teurer wird, dann würden doch mehr Leute auf ÖV umsteigen. Du jetzt musst aber aufpassen, Schnäuzli, gell? Du kannst doch als Moderator nicht da Werbung machen für die Vignetten. Als Moderator bist du doch neutral. Macht mich einfach wahnsinnig aggressiv, so etwas. Aber die Scherben bringen mir nachher ins Altglas.